Dann haben wir hier das Spiel The Choice, ein etwas kniffligeres Würfelspiel vom Reinhard Staupe. Und zwar haben wir jetzt hier einen Zettel, der schon mal ausgefüllt worden ist, und einen leeren, um das Spiel zu erklären. Zu Beginn werden die Würfel gewürfelt. Die Würfel haben alle Farben und alle Zahlen drauf, aber immer in einer anderen Kombination. Dann würfelt man die. Und man darf sich auch alle von allen Seiten angucken, aber das hätte ich jetzt gewürfelt. Gelb 2, Rot 6, Lila 1. Und entweder kann ich die Farben nehmen und ein Kreuz machen. Also könnte ich jetzt hier zum Beispiel Lila, Rot, Gelb abstreifen, weil ich muss, wenn ich einmal angefangen habe, immer benachbart weiter wachsen. Oder aber ich kann eine Zahl, mit der ich starte, nutzen. Ich könnte also sagen, ich nehme die 6, umrande mir die und nehme nur das Gelbe und das Lila. Ne? Das wäre vielleicht in dem Fall ganz clever, das mache ich mal. 6 und dann nehme ich das da. Und die Mitspieler müssen zwei der Würfel benutzen. Ich muss mindestens alle drei würfeln als aktiver Spieler, sonst ist es ein Fehlschlag. Aber ich kann mir den Rest eintragen. Die Mitspieler müssen zwei verwenden oder es ist ein Fehlschlag und sie müssen den Rest eintragen. Ich hätte hier auch eine 8 nehmen können oder eine 9. Also ich hätte die auch addieren können, da ist die Farbe egal. Mitspieler ist dran, würfelt. Der verwendet alle drei. Ich müsste jetzt hiervon nur zwei verwenden. Schön wäre jetzt eine 9 oder eine 2, weil ich kann von dem Kreis aus jetzt nur in einer Schlange Felder verbinden. Ich kann mich nicht mehr aufspalten. Das heißt, ich würde jetzt hier versuchen, eine 9 hätte ich jetzt gerade nicht, eine 2 auch nicht, das wäre schlecht. Lila wäre ganz okay, grün wäre auch okay, rot wäre auch okay. Aber der Mitspieler würde sich ja gucken, ob er hier was machen könnte. Wenn er das so lassen würde, würde ich einfach abkreuzen. Lila, grün, rot. Und wenn ich dann wieder dran bin, also nehmen wir an, ich mache das jetzt hier, würde ich alle drei würfeln und ich könnte jetzt auch mal einen Reroll machen. Hier hätte ich die 2 zusammen, ist vielleicht aber nicht so ideal, ist doch okay, und blau hätte ich auch zusammen. Aber sagen wir mal, ich würde das nicht riskieren, ich nehme 2 und kann ich noch einmal rerollen. So weit, so gut. Und dann kann ich gucken, was ich hier raus kriege. Wenn ich die 3 Fehlschläge irgendwann mal habe und nicht 3 Ziffern eintragen kann, also ich könnte jetzt hier vielleicht das Blaue nehmen, ich könnte die 1 nicht nehmen, die 4 nicht nehmen, das wäre doof. Das wäre zum Beispiel jetzt sehr schlechter Wurf für mich. Dann würde ich mir das Blaue abstreichen und ich habe halt keine... Ah doch, ich hätte auch die 7 machen können. Aber ich habe jetzt das Blaue gemacht und ich habe keine 4, keine 1, keine 5. Geht nicht. Ist also Fehlschlag. Und sobald ich 3 Fehlschläge habe, trage ich die Gesamtsumme ein, die ich hier an Punkten erwirtschaftet habe. Und zwar, je mehr Kreuze bei den Farben, umso mehr Siegpunkte. Aber es fängt erst bei 7 Kreuzen an. Und je länger die Schlange ist bei den Zahlen, umso mehr Siegpunkte. Die Zahl schreibe ich auf, wende das Blatt und spiele auf diesem Blatt jetzt noch weiter. Und wenn ich auch hier die 3 Fehlschläge habe, kommen die Punkte zu den anderen Punkten hinzu. Und wenn der raus die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Und hier sieht man ja, hier hat jemand angefangen mit einer kleinen Schlange. Und auf der Rückseite ist hier auch eine Schlange verbunden und eine etwas längere Farblinie. Und dementsprechend stehen hier dann die 2 Zahlen und werden zusammen addiert. Das ist das Spiel The Choice. Und da sagen wir jetzt auch noch unsere Meinung zu. Jetzt kommt unsere Meinung zum Spiel The Choice. Das ist ein Würfelspiel, was jetzt etwas komplexer ist als Durchmarsch und eher dann in Richtung geht von den moderneren Würfelspielen, die wir in letzter Zeit gesehen haben, die einen kleinen Kniff reinbringen in Würfelspiele und Leuten zeigen, ein Würfelspiel kann mehr als nur hoch und niedrig und Pärchen, sondern hier geht es ja darum, dass man auch noch auf dem Plan was einträgt und sich ausbreitet und ein bisschen zockt. Genau, Autor ist ja Reinhard Staupe, bekannte Mechanismen aus ähnlichen Spielen, die es im auch schon mal gab. Versucht eben entweder immer möglichst eine Kombination aus Farben oder Zahlen irgendwie herzustellen und muss eben seine Anzahl der Würfel benutzen, sonst hat man Fehlwürfe, hat nur eine Möglichkeit nachzuwürfeln. Die anderen müssen warten, bis ob nachgewürfelt wird oder nicht. Und auch da einfach schnell gespielt, schön mal zur Eröffnung oder zum Absacker 2, 3 Runden, um einfach mal auszuprobieren, irgendwie, wie kriege ich es vernünftig hin, möglichst viel irgendwie die Kombination zwischen Farbe und Zahlen hinzubekommen, weil Farben geben erst Spätpunkte, dafür aber mehr. Genau. Und hat den gewissen Kniff, weil man ja die Doppelwertung hat auf der einen und auf der anderen Seite. Wenn man sich zu sehr auf der einen Seite verzockt, sollte man vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen safer spielen. Aber ist so ein schönes Jux- und Gaudi-Spiel. Ich glaube, das kommt sehr gut bei den Würfelfans der letzten Jahre an, weil es genau in die richtige Kerbe schlägt mit einem ganz kleinen Kniff anders, aber dann doch was Bekanntes und überall schnell gespielt. Und der Block ist wahrscheinlich sehr schnell durch. Genau. Dankenswerterweise. Zwar zweiseitig bedruckt, aber man braucht ja auch beide, ne? Also nicht so wie in anderen Spielen. Sehr schön.